Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzliches Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Die letzte Aufnahme ist schon ein bisschen her, die letzte Folge auch. Es hat sich leider alles ein bisschen verzögert, aber hier geht es endlich weiter. Das ist immer ein bisschen ein Problem, wenn man arbeitet und bla bla kann man. Ich kann, wie gesagt, mein Tag hat leider auch nur 24 Stunden, beziehungsweise eigentlich nur noch 5 mitarbeiten oder 6. Und deswegen versuche ich mal gut Brot zu produzieren und dann mehr reinzubringen. So, wir haben ein paar mehr Nebenquests bekommen, sprich mit Sebastian. Sebastian und Omnis wurden dabei beobachtet, wie sie sich in der Nähe der großen Halle gestritten haben. Ich sollte herausfinden, worum es dabei geht. Das werden wir tun. Karte. Ups. Auftrag auf der Karte finden. Das wollte ich machen. In der großen Halle war das, ne? Glaube ich. So, dann sehen wir uns dann mal oben. Gerade der Ladescreen hat mich ein bisschen an der Forest erinnert, leider. Aldo, bin ja Aldo. So, was geht denn hier ab? Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Oh ja. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Sebastian. Ich gebe nicht auf. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Kryptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Kryptorium könnte die Antwort sein. Oh, wenn sich da dunkle Künste befinden, bin ich dabei. Mich interessieren die dunklen Künste sehr sogar. Die dunklen Künste wecken meine Neugier. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Du kannst es mir ruhig sagen. Erzähl's mir ruhig. Ich möchte mehr darüber erfahren, wenn du es mir erzählen willst. Ich sage es auch nicht weiter. Also gut. Aber das bleibt unter uns. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? Ja. Crucio, richtig? Der Cruciatus-Fluch. Auch Folterfluch genannt. Er fügt dem Opfer unerträgliche Schmerzen zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte, aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Er hätte besser werden müssen. Er hätte es besser wissen müssen. Er hatte keine Wahl. Er hätte es besser wissen. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht konnte, aber er hatte sich immer noch nicht verziehen. Er hatte keine Wahl. Wie entsetzlich. Armer Ominous. Armer Ominous. Er war doch noch ein Kind. Er sollte sich nichts vorwerfen. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Ominous und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Ominous vertraut mir. Und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Ich werde Ominous schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Er wird es verstehen. Na klar, na klar. So. Ist der Halloween? Aber die Kürbisse am Start. Kürbisse am Still. Ah, guck mal hier. Slytherin. Gryffindor. Fällt mir nicht ein, das müsste Hufflepuff sein. Wie sind die nochmal? Ja. Komm nicht auf den Namen. Okay, das war also die Quest. Oder das Gespräch. Gibt Gelehrten Moon die Demigeist-Monde zurück. Dann müsste ich die erstmal finden. Ach, da ist das. Na, dann geht's ja.
Abbruch. Lässt er mich da nicht mehr raus. Pass mal auf, warte mal. Müsste halt nur mal wissen, wo hier... Ich überlege gerade, wo war denn hier so ein Raum, der zu ist? Wir hatten hier die meisten Punkte, by the way. Seht man nicht richtig. Die sehen alle gleich aus. Ja, hier komme ich raus, ne? Weil es ist ja gerade Nacht. Nacht! Könnte man doch mal schauen. Da ist eine Quest. Ich sagte doch, du bist sehr clever. Clever? Wie beleidigend. Gut, ein Genie. Zufrieden. Leidlich. Aber ich werde es mal. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie hier. Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Oh, danke. Je weniger ich von diesen Statuen sehe, desto besser. Schauen Sie sich nach weiteren um und ich bringe Ihnen mehr über alle Humora bei. Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe Ihnen mehr Monde. Ich muss Sie für Ihren außerordentlichen Mut loben. Vor allem, weil Sie nur nachts gesammelt werden können. Ich wusste gar nicht, dass ich noch ein paar... Warte mal, Hallo, Mr. Moon. Ja, ja, bla bla. Tut mir leid, ich habe keine weiteren... Ja, ich weiß. Ach. Wo kann ich den Mond nochmal finden? Wo sollte ich nach mehr Demigeist-Statuen und Monden suchen? Überall, wo ich mich normalerweise aufhalte. Das ist ja das Gruselige. Hier im Schloss, in Hogsmeade und, ob Sie es glauben oder nicht, sogar in einigen umliegenden Dörfern. Ach, mein Peiniger ist wirklich gründlich. Okay. Ich dachte... Der sagt mir spezielle Orte, aber der sagt mir nur, schau dich einfach da um, wo ich mich aufhalte. Ja, JJ, da ich dann nur JJ. Was haben wir hier oben? Hier ist gar nichts. Da kommt man, glaube ich, zu den Gryffindors. Prinzipiell. Ich muss sagen, die letzten Verbesserungen haben das Spiel wirklich, also Updates meine ich, haben das Spiel wirklich gut verbessert. Läuft zumindest sehr flüssiger, auch in OBS. I like. Zack, fängt es an zu lenken. Oh. Oh, was ist denn hier? Revelio. Wenn man es nicht ganz dringend nötig hat, sollte man diese spezielle Toilette meiden, da sie von einer Peeves liebsten Orten für Streiche sein soll. Einer von Peeves liebsten Orten für Streiche. Hallo Humora. So. Da. Zack. Sesam, öffne dich. Hier seht Ruhe. Das war nichts. Out of order, also. Du gehörst mir, Demigeist. Danke. Aristokratisches Ensemble. Nett. Das war nichts. So, dann wird das hier auch gelootet. Hui. Revelio. Sesam, drehe dich. Was ist denn hier? Du verteidigst neuerdings unser Hogsmeade gegen Trolle? Man kann es auch übertreiben, weißt du? Incendium. Ah, hast du nicht kommen sehen, ne? Blinder Pfeifenreiniger. Dir knicke ich deine Bananen, wenn du nicht aufpasst. So, hier ist nichts zum Klauen, ne? Du hast maßgeblich zu Duncans Ruf beigetragen. Oh, du fragst Duncan. Sonst immer überall verschlossene Türen, abgeschlossene Schlösser, was weiß ich nicht alles. Jetzt kann ich hier klauen und bestehlen und Schlösser knacken wie ein junger Gott. Jetzt finde ich kein einziges Schloss gefühlt. Ja, oh, ja, genau, da hochklettern. Oh.
Das finde ich ja Tollwut. Vorsicht, wo sie hintreten. Sonst denken alle, das war ich. Das warst du ja auch. Was haben wir denn hier so Schönes? Ich habe da eine Truhe gesehen, aber hier ist... Boah, nichts. Oh, es tut mir wirklich leid. Alles oben. Ich werd getrollt. Ich kann aber schon mal nebenbei eine Quest annehmen, ne? Wenn die restlichen Hausmarken würde ich gerne. Sprich mit dem Melder Rice. Mit Zerona müssen wir da sprechen. Gib Glad, wenn die Statuen zurück. Die Geschichte um Roadwind. Rogue. Ich hab da einen Wegpunkt hin, ne? Ich hab das richtig gesehen. Ja. Runter, okay. Revelio. Schloss auf Stufe 2. Mann, oh. Ist ja wirklich Halloween Session. Oh, was willst du von mir? Hallo, Adelaide. Ich habe deine Eule erhalten. Danke, dass du da bist. Weißt du, mein Onkel Roland ist Metallhändler und hat regen Umgang mit den Kobolden. Für gewöhnlich schickt er mir auf seinen Geschäftsreisen jede Woche eine Eule. Im letzten Brief hat er Geschäfte mit den radikalen Kobolden erwähnt. Renrocks Anhänger. Seitdem kam keine Eule mehr und ich mache mir Sorgen. Seit dem Trollangriff auf Hogsmeade und den Gerüchten, Kobolde seien daran beteiligt, nun ja, fürchte ich das Schlimmste. Sollte ich mir zu Recht Sorgen um meinen Onkel machen, oder übertreibe ich? Ich halte das auch für besorgniserregend. Ich denke, du bist zu Recht besorgt. Dein Onkel steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Du bist viel verständnisvoller als Professor Weasley. Als sie hörte, dass ich ihn suchen wollte, verbot sie mir, das Gelände zu verlassen. Sie ist überzeugt, dass er zurechtkommt. Aber solange ich nicht weiß, ob es ihm gut geht, kann ich mich gar nicht konzentrieren. Könntest du für mich nachsehen? Soweit ich weiß, bist du ja fast so abenteuerlustig wie Onkel Roland. Erzähl mir mehr über die Geschäfte deines Onkels mit den Kobolden. Vielleicht springt da was für mich raus. Macht dein Onkel häufig Geschäfte mit Kobolden? Ja, schon lange. Er spricht sogar Koboldogak. Aber Renrocks Bande hat er erst vor kurzem erwähnt. Er meinte, die Galeonen seien das Risiko wert. Er tut all das für mich. Umhänge, Zubehör. Hogwarts kostet schon eine Stange Galeonen. Und Onkel Roland hat einen eher anspruchsvollen Geschmack. Er hat über die Jahre so viel für mich geopfert. Ich habe ihm versprochen, dass ich mich nach dem Abschluss um ihn kümmern werde. Steht ihr euch sehr nah? Du stehst deinem Onkel sehr nahe, oder? Ja. Meine Mutter starb bei meiner Geburt und meinen Vater habe ich mit 5 verloren. Onkel Roland hat sich um mich gekümmert, solange ich denken kann. Er weiß, dass ich mir Sorgen mache, wenn er auf Reisen ist. Deshalb schickt er mir so viele Eulen, damit ich weiß, dass es ihm gut geht. Ah ja, dann mal sehen, was ich herausfinden kann. Ich werde mich für dich umhören, Adelaide. Danke. Er führt sehr genau Buch, verzeichnet alle Geschäfte in einem Notizbuch und zeichnet Karten. In seinem letzten Brief war eine Karte von seinem nächsten Ziel. Er wollte sein Lager nördlich von hier aufschlagen. Ich hoffe wirklich, du kannst herausfinden, wo er ist. Danke nochmal für all deine Hilfe. Noch habe ich gar nichts getan. Oh, Onkel Roland. Revelio. Wie diese Rätsel funktionieren sollen, habe ich gar keine Ahnung, ne? So gar keine. Finde Roland Oakley's Zeltlager. Weltkarte. Wo ist der Kollege? Ach, nördlich. Das Meer ist nördlich. Das ist ja fast schwer südlich. ja, nehmen wir hier den Point auf schnelle Reisen. Kraft- und Kontrollzauber helfen dir, kleine Gegner zu jonglieren.
Was ist denn hier für ein Ding? Was ist das? War ich da schon? Kampfarena der dunklen Künste, da war ich schon. Spinnenversteck. Da muss ich jetzt nicht hin. Aber das Okay. Wo ist denn sein Zeltlager? Das soll da sein. Das ist ganz weit oben, trifft Nettie. Warte, aber da geht's nur nach Hoku. Da. So. War gerade verwirrt, in welche Richtung ich muss. Wenn die Leute nachspawnen, finde ich ein bisschen uncool. Ob das Mr. Oaks Lager ist? Renrocks Anhänger, direkt voraus. Soll ich es mit Kämpfen oder mit Schleichen probieren? Erstmal mit Schleichen. Was denn hier? Zack. Wen haben wir denn hier? Noch ein Video. Video. Oh, meine Tasche hat ein Loch. Ah, kann ich jetzt nicht zwei auf einmal klatschen? Na toll. Hier. Oh shit. Oh shit. Protego. Ah, jetzt hat er den falschen Arrest tot. Du machst das nicht weg. So, oh, jetzt. War das schon alles hier? Verbrenn, du Dreckskobold. War das schon alles? Laut Adelaide hat ihr Onkel über seine Geschäfte Buch geführt und Karten angelegt. Vielleicht führen mich diese Orientierungspunkte zu ihm. Ah, genau. Nutze Rolands Karte, um seiner Spur zu folgen. Mr. Oaks Geschäftsbuch. Renrocks Bande hat sich mit einem Treffen einverstanden erklärt, aber der Gedanke daran erfüllt mich mit Unruhe. Sie teilten mir ihre Forderungen mit und gerieten in Wut, als ich Fragen stellte. Ich habe belauschen können, wie sie über ihren Plan in Koboldgack sprachen. Sie sind hinter seltenen Metallen her, die zum Bohren verwendet werden können. Ich will sie auf keinen Fall weiter verärgern. Sie wirken ziemlich reizbar. Und dieses Geschäft ist von höchster Bedeutung für mich. Vielleicht können wir zu einer Einigung gelangen. Vielleicht. Revelio. Naja, jetzt werde ich sie alle abschlachten. So, mal rein hier in die Bude. Sieht interessant aus. Auf Unsichtbarkeitszauberbasis. Ah ja, ich kann jetzt sneaken und sprinten. Und ich dachte, hier passiert mehr, aber hier passiert gar nichts. Nutze Rolands Karte, um deiner Spur zu folgen. Wo kann ich mir die Karte denn angucken? Karte? Nee. Aufträge? Nee. Sammlung? Revelio-Seiten? Nee. Inventar? Hier. Rolands Karte. F ansehen. Vom Lager die Straße hoch zur Burg. Kann das?
Soll mir das sagen? So. Hier hoch vielleicht? Meint ihr das? Nee, das kann nicht sein. Ich hab den Helm nicht angefasst. Hier vielleicht? Soll ich das hier hinbringen? Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das hier richtig ist. Da vielleicht. Hier sind zumindest Kobolde. Entweder füttert man das Tierwesen oder es futtert dich, wenn du weißt, was ich meine. Entweder stirbt man schmerzfrei oder sofort. Und dann bestimmt hier den Berg hoch, ne? Ah, hier also. Das muss es sein. Alles ruhig. Zu ruhig, finde ich. Oh nein, mein Kopf dreht sich wieder. Die Maske ist so weird in der Unsichtbarkeitsgedöns. Alles ruhig, zu ruhig. Oh shit, ein Bergtroll. Der Kollege ist tot, ist er denn nicht aufgefallen? Zack. So, Kollege, was ist. Deine Mission, ne? Oh shit! Arresto Momento! Hui! Incendio! Oh! Oh! Defendo! Ein stinkender Koloss weniger. Revelio! Hier gab es ein Festmahl. Das muss ja die Höhle hier sein, oder? Ist hier bestimmt nicht, aber. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Mal sehen. Moneten. Revelio. Revelio. Nee, ist sie nicht. Ach, Mensch. Was haben wir hier oben? Ein Altar. Ein Altar? Brenn! Revelio. Confringo. Incendio. Revelio. Incendio. Ich kann nicht mal die Kerzen anzünden. What? Moorhuhn. Oh, hier kann man tauchen. Mal sehen, wo es hier hingeht. Nirgendwo hin. Einfach irgendwas bekommen. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus.
Revelio. Ja, rauszukommen ist viel schwieriger als reinzukommen, ehrlich. Wo soll er denn dann sein? Hier? Nee, ne? Ja, natürlich. Protego! Protego! Ah! Das hat weh. Hui! Weg mit euch Viechern. So, mal sehen, was hier drin abgeht. Au, 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 au. Lumos. Revelio. Wieder so eine Tauchstation. Oh, naut rein. Navigatorschal, super. Hat sich auch wieder gar nicht gelohnt, wirklich. Lumos. Lumos. Mach weg das Zeug hier. Keine Tierwesen im Visier. Da unten ist ein Tierwesenlager. Oh, was kriegt man denn hier so schönes für Tierchen? Ich lande ein bisschen weiter weg. Was gibt's denn hier? Leder, Niffler. Wo ist denn der? Ich hatte ganz kurz einen gesehen, aber dann ist er verschwunden aus meinem Visier. Hallo? Pass mal auf. Gucken, vielleicht kommen die ja nachts wieder. Warten, ja, bis nachts. Vielleicht schlafen die ja dann die Tierchen. Und dann plane ich meinen Überfall. Oh, wir sehen einen anderen, aber wo? Das lässt doch schön sein. Resto, Moment. Mitkommen! Ruhig. Ich tu dir nichts. Revelio. Stimmt, da konnte man die ja mit. Noch einfacher mitfangen, habe ich schon wieder vergessen. Arresto Momento. Das war's, nur der eine Niffler. I mean, einer ist besser als keiner, ne? Aber ich weiß noch immer nicht, wo mich die Karte hingeleiten soll. Also, was hier wieder von Malvenwerk. Werkzeug, sei schon. Rätsel kommt. Wo habe ich das hier? Nicht Levioso? Oh, Gladius gab es ja auch. Ja, Vengalium Leviosa.
Wingardium Leviosa. Revelio. Wingardium Leviosa. Kann aber nicht drehen oder so, ne? Confringo! Wingardium Leviosa! Leviosa! Arresto Momentum! Impulso! Accio! Abbruch! Mann, weich den Zauber ab! Er macht nichts mehr. Wingardium Leviosa. Entschuldigung. Arresto Moment. Entschuldigung. Arresto Moment. Sonst nichts? Ah, hier, Flipendo, den habe ich hier so. Oh. Mein Gott, hier, jetzt am Boden da. Aha. Revelio. Noch mehr? Da unten. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ist der andere. So, wissen wir jetzt auch, wie die Quest funktioniert. Also, das rede mal nicht. Fertig. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Doch, ich fand den Anfang schon sehr knifflig. Aber eher hauptsächlich deswegen, weil ich vergessen habe, dass ich Filipino habe. Moneten? Ja, fuck. Oh. Aschwinder Attentäter, ne? Schabedeck! So, du bist ein Attentäter, hä? Wenn ich mich anschleichen kann, bist du aber ein sehr schlechter Attentäter. Tschüss mit dir. Was passiert hier? Was passiert hier? Assassino! Assassino! Und tot. Geschafft, Revelio. Toller Attentäter, muss ich sagen. Habt ihr wirklich gut ausgesucht. Kann ja gar nichts. Ja, ich habe keine Ahnung mit der Spur da. Sprich, Mr. Rona, machen wir das in den Monden. In Hogsmeade meine ich, in den Monden. Mit Karte, ich bin so schlecht mit irgendwelchen Karten lesen, dann suchen und herausfinden, was ist und bla bla. Auf geht's nach Hogsmeade. Das ist auch nicht so, womit du mich möglich abholen kannst, sag ich mal, für so ein Spiel.
Also das mag ich generell bei Spielen nicht. Ich weiß, es gibt wahrscheinlich viele, die darauf Bock haben und sowas mögen, aber ich... Davon muss ich da... Muss ich mich leider rauszählen. Aber zur heutigen Zeit gibt es ja zum Glück Internet. So, wo kann ich hier klauen? Stufe 2? Stufe 3? Oder 2? Du gehörst mir, Demigeist. Welcher Demigeist heißt wo? Ich sehe keinen Demigeist. Okay. Revelio. Typ sagt wieder irgendwas, obwohl nichts in der Nähe ist. Ja, hier ist Party. 3. Alter, was erhockst du nicht für eine Festung, Alter? Ich muss ja nirgendwo rein. Auch 2. Revelio. Und da vorne ist noch ein Schloss. 1, let's go. Alohomora. Wird schon kein stören, wenn ich hier einbreche, oder? Ah, glaube ich nicht. Ist hier jemand? Ich bin nur ein Dieb. Und wenn es sein muss, nehme ich euer Leben. Ich weiß nicht, was war. War was? Hier habe ich auch noch kleine FPS-Probleme. Kling. Ah, hier ist das Ladenlokal gedünnt. Sirona Ryan. Schön, dass Sie hier sind. Schön, dass Sie hier sind. Hallo, Sirona. Danke für die Eule. Wie geht es Ihnen? Ah, hallo. Haben Sie Lodgok gefunden? Wir arbeiten sogar zusammen. Das habe ich. Danke. Wir arbeiten sogar zusammen, um Ranrock aufzuhalten. Tatsächlich? Ich hatte vermutet, dass Sie sich mit ihm verstehen. Es ist wohl besser, ich erfahre keine weiteren Details. Und ich werde Sie nicht erneut ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber bitte seien Sie's. Ich... natürlich. Sie haben erwähnt, dass Sie Hilfe bei etwas brauchen. Das stimmt. Ich dachte, Sie wären genau die richtige Person, um meiner Freundin Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield zu helfen. Ich kenne Mrs. Sprottle. Ich habe mit ihr über ihre Freundin Claire Beaumont gesprochen. Sie ist reizend. Ihr verstorbener Mann Aiden war ein Freund meines Vaters. Ich habe bei Dot und Aiden gewohnt, wenn ich hier im Sommer als Schülerin gekellnert habe. Seit Aidens Tod habe ich sie einige Male gesehen, aber hier war zuletzt so viel los, dass ich nicht besonders aufmerksam war. Ob Sie wohl bei ihr vorbeischauen könnten? Sie braucht vielleicht Hilfe beim Sammeln einiger Zutaten für den Mega-Power-Trank. Und Sie könnten dabei auch etwas für mich wiederfinden. Eine Schachtel mit alten Briefen und derlei. Ich könnte es machen. Warum haben Sie Ihre Briefe bei den Sprottles gelassen? Warum haben Mr. und Mrs. Sprottle Ihre Briefe noch nach so langer Zeit? Dot fand sie beim Ausräumen meines Schranks. Einige der wenigen, die ich hatte, als ich jung war. Ich weiß gar nicht, was genau in der Schachtel ist. Sicher furchtbar dramatisch. Geschichten einer jungen Hexe und ihrer Freunde. Sie dürfen ruhig hineinsehen, wenn Sie sie finden. Ich kann mir vorstellen, dass sie einige schöne Erinnerungen enthält. Warum hat Mr. Sprottle einen Mega-Power-Trank-Vorrat? Warum hat Mrs. Sprottle einen Vorrat an Mega-Power-Tränken? Dort ist eine geschickte Trankmeisterin. Sie versorgt reisende Händler mit dem Mega-Power-Trank. Eine gewöhnliche Vorsichtsmaßnahme, die leider zur Notwendigkeit wurde, seit Ranrocks Anhänger die Handelswege stören. Ah ja, ich könnte bei ihr vorbeischauen. Ich werde versuchen, bei ihr vorbeizuschauen. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Und Dorothy sicher auch. Aiden wollte mir die Briefe bringen, als er krank wurde. Dot weiß, wo er sie verloren haben könnte.
Sie finden das Dorf nördlich von Hogsmeade. Bitte grüßen Sie dort von mir. Alles klar, sprechen wir mit Dorothy Sprottle in Upper Hot. Upper Hop. Mein Gott. Upper Hogsfield. Sprich mit dem Wurm und dem Mann in drei Besen. Das können wir auch noch schnell machen. Wenn wir einmal schon hier sind. Wo ist denn der Murmelnde? Der Murmelmann. Ja. Es wird ihm noch leid tun, mich ausgeschlossen zu haben. Wem? Sir, ist alles in Ordnung? Danke der Nachfrage. Mein Name ist Ackley Barnes. Und nein, ganz und gar nicht. Ich plane gerade meine Rache gegen meinen einstigen Geschäftspartner, einen teuflischen Schwindler namens Alfred Lawley. Er hat mich aus unserem Kräuterbedarfsgeschäft verdrängt, als es gerade Fahrt aufnahm. Er meinte, ich sei zu explosiv. Dem zeige ich mal explosiv. Richtig so. Wie frustrierend für Sie. Das muss frustrierend für Sie gewesen sein. Ja, das war es. Schrecklich. Ich bin eben leidenschaftlich bei der Arbeit. Arroganter Narr. Er kann auch leidenschaftlich sein. Und daran werde ich ihn erinnern, indem ich ihm seinen geliebten Besitz nehme. Eine Venemosa Tentacula, die er aus einem Samen züchtete und die der Grundstein unseres Geschäfts sein sollte. Ich komme nicht mal in die Nähe, wenn Ruth Singer mich wie ein Augury beobachtet. Sicher auf Lollys Bitte hin. Aber ein Kind würde niemand verdächtigen. Was halten Sie davon, schweren Pflanzendiebstahl zu begehen? Hört sich großartig an, aber was ist denn noch in dem Keller? Was ist sonst noch in Mr. Lawleys Keller? Lawleys gesamter Kräuterkundebedarf. Eine beachtliche Sammlung. Füllen Sie ruhig Ihre Taschen, wenn Sie dort sind. Oh ja, das sollte ihn ablenken. Und ich kann mit meinem Geschäft loslegen. Ohne Konkurrenz. Warum diese Venomosa Tentacula? Warum brauchen Sie gerade Mr. Lawleys Venomosa Tentacula? Nun, wenn ich sie habe, hat Lawley sie nicht. Ergo kann ich mein Geschäft starten und er muss von vorn beginnen. So töte ich zwei Schnatzer mit einem Stein. Was war Ihr Geschäft mit Alfred Lawley? Sie sagten, Mr. Lawley war mal Ihr Geschäftspartner. Woran haben Sie gearbeitet? Ich hatte die Idee, eine Venemosa Tentacula zu einer Art Wachpflanze abzurichten, die auf Befehl hin angreift. Wir erlebten einen Rückschlag, als sie Lawleys Kniesel fraß. Danach warf er mich aus dem Geschäft, dieser visionslose Narr. Ich mach's gerne. Ich besorge Ihnen die Venemosa Tentacula. Ich sehe, Sie haben ebenfalls ein gesundes Gerechtigkeitsempfinden. Nehmen Sie so viel Kräuterkundebedarf, wie Sie nur möchten, während Sie da sind. Ich möchte lediglich die Venemosa Tentacula. Ja, man kann's Gerechtigkeit nicht nennen. Ich brauche nur die Venemosa Tentacula. Oder auch ein Hang zum Diebstahl. Ich muss wohl, Mr. Das muss es sein. Ja, der ging einfach von alleine auf. Dann muss ich mir ja nicht mal Mühe geben. Das ist der Keller. Ich muss die Venemosa Tentacula finden. Revelio. Revelio. Kann ich ihn einfach ausnocken? Mr. Lawley darf mich nicht erwischen. Oh. Was geht da im Keller vor sich? Da geht gar nichts vor sich. Oh, Geld hat er auch hier rumliegen. Ich renne gegen alle Töpfe. Revelio. Oh, die Moneten hier am Stüssel. Wo ist die Venemosa Tentacula? Was hat denn der für einen riesen Keller? Da ist der Venemosa Tentacula. Spinnen, die ihn beschützen, hä? Oh, hier sieht mich beinahe. Wenn ich hier jetzt rumkämpfe, dann weiß er doch, dass ich hier bin, oder? Kann ich hier auch so sneaky killen? Geht sogar. Oh oh.
so viele Spinnen.